Ja, herzlich willkommen zurück zu Titan Quest. So, wir haben die myzenäischen Ruinen hinter uns gelassen und sind jetzt unterwegs in den spartanischen Wäldern mit einer neuen Waffe ausgerüstet. Bin mal gespannt, wie die sich macht. Ja, doch, ganz ordentlich. Oh, was ist das denn hier? Ja, ich bin natürlich immer noch anfällig. Mittlerweile Stufe 8 und noch keine Meisterschaft gelernt, noch keinen einzigen Attributspunkt ausgegeben. Ich hoffe aber, dass wir jetzt demnächst irgendwann mal unser erstes episches Item finden.
Noch mehr kannst du nicht halten. Ja. Das ist das Stichwort. Wenn du da rausgehst, solltest du nicht unvorbereitet sein. Dort ist es nicht sicher. Kaufe dir hier, was du brauchst. Giftwiderstand. Bis zum nächsten Mal. Auch nicht verkehrt, aber dann habe ich fast 50 Lebenspunkte weniger. Von diesen Insektoiden, da können wir eine grüne Waffe bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber die hat auch Giftschaden drauf und das ist eine von meinen Lieblingswaffen damals gewesen im normalen Titan-Quest. Die macht nämlich auch ordentlich Schaden, wenn man da dann noch die Essenz von Prometheus Flamme mit drauf zaubert. Da hat man auch erstmal ein Weilchen ausgesorgt, was eine gute Waffe angeht. Ist aber relativ unwahrscheinlich, dass ich die jetzt hier bekomme. Ich habe damals immer etliche Anläufe gebraucht, also ich habe diese Gebiete dann gefarmt. Immer und immer wieder, bis ich die dann quasi gefunden habe. Auch die Rüstung von den Arachniden ist gar nicht so... Ja, so schlecht. Also das sieht ja hier auf der Karte hier drüben auch so aus, als wenn da irgendwie eine Tempelanlage oder sowas ist, oder? Täuscht das. Oh. Meine Güte, was machen die denn für einen Schaden, die kleinen Viecher? Also damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Ja, die werden wahrscheinlich Gift-Damage machen. Und da sind wir ja sowieso anfällig für. Du hast keinen Platz mehr. Dein Gepäck ist voll. Noch etwas? Bis zum nächsten Mal.
jetzt wird es wirklich langsam so ein bisschen kritisch hier. Also bei diesen kleinen Spinnen muss ich wirklich aufpassen. Oh, da kommen schon die nächsten und ich bin... Nein, ich bin gefangen. Das war wieder sowas von knapp. Noch mehr kannst du nicht halten. Hallöchen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ja.
Wir haben die nächste Ortschaft erreicht. Tegea. Das Wasser in unserem Dorf ist schlecht geworden. Es ist vorgestern passiert, nachdem der erste Satyr gesichtet wurde. Meine Schwester wurde übel und dann meinem Nachbarn. Okay, eine vergiftete Quelle. Früher habe ich Pflüge und Sensen an Bauern verkauft. Aber seit die Monster da sind, verkaufe ich mehr Schwerter und Schilde, Beinschienen und Speere. Ah, jetzt wird's... Ihr seht's, jetzt wird's langsam Zeit, dass wir was Episches finden. Wir können nämlich von den Gegenständen, die die hier verkaufen, gar nichts mehr tragen. 16 Stärke. Boah, das Ding ist aber auch heftig, ne? Lebe wohl. So, Tegea war immer mein zweiter Farmspot, wenn es um diese Waffe von den Arachniden ging. Neuigkeiten aus ganz Griechenland berichten von der gleichen Geschichte der Zerstörung. Diese Kreaturen streifen überall umher. Was sollen die kleinen Dörfer tun? Die Spartaner können nicht uns alle beschützen. Das ist wahr. So. Ich singe nun, Muse, von der Göttin der Jagd, die wir Artemis nennen. Und ich singe von einem Sterblichen namens Akteon. Die Göttin Artemis, Schwester von Apollon und Herrscherin über den Mond, es gibt keinen besseren Jäger als sie. Niemand, dessen Bogen oder Speer genauer und sicherer trifft. Akteon war auch ein Meisterjäger und viele Hirsche waren seinem Bogen erlegen. Viele davon zum Dank der Artemis geopfert. Aber Akteons Schicksal war übel. Eines Nachts jagte er ein Wildschwein und kam auf eine Lichtung bei einem Fluss. Und diesen Fluss hatte die scharfäugige Artemis für ihr nächtliches Mondlichtbad ausgewählt. Najaden, Dryaden und all ihre Nymphen um sie herum. Sie hatte sich gerade entkleidet und stieg ins Wasser, als Akteon erschien, aufgeregt von der Jagd. Sie wurde wütend, dass ein Sterblicher sie unbekleidet sah, und mit einem kalten Blick verwandelte sie ihn in einen Hirsch. Daraufhin wurde er von seinen eigenen Hunden gejagt. Sie knurrten ihn an. Er war jetzt ihre Beute. So, hier drüben gibt's die nächste kleine Nebenquest mit der vergifteten Quelle, und da haben wir halt diese Arachniden wieder. Und ja, hier besteht eben im Grunde die Chance, nochmal diese Waffe zu finden.
Sterblicher, ich bin eine Najade, der Geist dieser Quelle. Pegea werde ich genannt. Mein Wasser wurde verseucht und ich bin krank. Wilde Spinnen sind gekommen, um in meiner Höhle bei der Quelle zu wohnen. Sie sind der Grund für das Gift. Okay, da werden wir jetzt auch gleich rein. Und die Höhle von den Spinnen säubern. Stinkende Höhle. Oh Mann. Da oben ist eine königliche Truhe. Da besteht wieder eine Chance auf was Episches. Aber wir werden erstmal schnell unser Zeug verkaufen, bevor wir die öffnen. Etwas vergessen? Vier Stärke und 21 Energieregeneration. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt heißt mal wieder Daumen drücken. Leider nichts. Also ich glaube so langsam, wir sind hier wirklich so ein bisschen vom Pech gezeichnet. Aber die nächste königliche Truhe. So viele Chancen auf Loot und ja.
Noch mehr kannst du nicht tragen. Ich hoffe so sehr, dass da oben jetzt ein epischer Gegenstand drin ist. Damit wir dann auch endlich mal ein bisschen unsere Skills verteilen können, ne? Und Punkte ausgeben können. Weil lange halte ich das hier nicht mehr durch. Auf Wiedersehen, mein Freund. So, gut. Wieder Daumen drücken. Es gibt's doch einfach nicht. Also das sind jetzt hier die Questgegner, die wir alle besiegen müssen, damit die Quelle hier drin, oh, noch mehr, nicht mehr vergiftet ist. Nein, komm, weg, weg. Oh Mann, ernsthaft? Es ist, ja. Meine Waren sind robust. Sie sind im Kampf immer gut zu gebrauchen. Schön. 7 Stärke, Energie, 5 Stärke. Ich bräuchte was mit Leben. Können nichts davon tragen. Möge Artemis dich begleiten. Ach, nee. Gut, auf ein neues. Diesmal gehen wir mal gleich die andere Seite lang. Haben wir die Hülle nämlich nachher komplett erkundet. Oh Mann. Ich sollte mich erst auf die kleinen konzentrieren hier, bevor ich die große mache. Weil das sind nämlich die Schlimmeren hier mit dem Lebensentzug. Komm, was machst du? Arachnos-Chitin der Wiederherstellung. Und wir können den nicht tragen, weil wir nicht genug Stärke haben. Wir brauchen 80er Stärke dafür.
plus 4 Stärke könnte ich ja noch mit drauf zaubern. Dann hätten wir 64, aber das bringt uns nichts. Die Rüstung wäre ideal. Hier, Schrein der Erfahrung. Nehmen wir mal gleich mit. Stufenaufstieg hatten wir ja gerade schon. Nicht gleich alle mit einmal hier. So, jetzt heißt wieder Daumen drücken. Du hast keinen Platz mehr. Das Spiel mag mich nicht. Ja. Ich musste ja auch diese Challenge machen. Etwas vergessen? Auf Wiedersehen. Ach, Mann. Eigentlich brauche ich so eine Art Fernkampfwaffe, dass ich die da oben einzeln anlocken kann, damit die nicht alle auf einmal kommen. Weil wenn ich dann eingesponnen werde, dann habe ich das Problem, dass ich mich nicht befreien kann. Ne? Mal gucken. Ja. Na, komm mal her. So geht's. Brauchen wir auch 80 Stärke für den Helm. Ich denke mal, das ist so ein Standard-Stärkewert für diese Arachnoiden-Rüstungssachen. Schönes Ding. Peinliche Angelegenheit, aber es ist halt, ja, es ist sauschwer, ne? Es ist richtig. Etwas vergessen? Richtig bockschwer. Aber auch nichts irgendwie, was mir jetzt hier groß weiterhilft, ne? Ein bisschen Stärke und zusätzliche Leben. Kältewiderstand, ja, das bringt mir nichts. Hier, 10 Stärke. Kostet 36.000. Ja. Beehre mich bald wieder.
Es bringt ja alles nichts. Da muss ich durch. Hau doch mal zu. Also manchmal scheint das Anvisieren hier so ein bisschen buggy zu sein. Steht er da und lässt sich verprügeln. So, Versuch Nummer 3. So viel ist das auch gar nicht mehr bei der Höhle da oben. Also wir haben es fast geschafft. Ich will das aber in dieser Folge unbedingt noch erledigen hier. So. Erstmal du. Okay, diese Viecher hier, die machen das Netz. Mal gucken, dass ich die da irgendwie weggelockt bekomme. Kommt jetzt bloß ihr beiden? Gut. So, 60 Erfahrungspunkte wieder gewonnen, ist nicht die Welt, aber oh, raus da, komm schon, meine Güte. Es ist eine Qual, es ist eine Qual. Ja, Fremder? Möge Artemis dich begleiten. Schön wär's. Dann hätte ich nicht solche Probleme. So, das sind jetzt hier die letzten. Aber da muss ich auch gucken, dass ich die einzeln irgendwie ranbekomme. Jetzt hau doch mal zu.
Dein Gepäck ist voll. Ich bin ziemlich beschäftigt, die Spartaner auszurüsten. Beeile dich, was möchtest du? Wiedersehen. Guten Tag. Sieben Stärke. Giftwiderstand, auch nicht verkehrt. Aber ist alles trotzdem nicht so, dass ich jetzt sage, das haut mich um. Kann alle Rüstungen verzaubern. Wenn wir das Ding jetzt nehmen und ausrüsten, dann haben wir eine 71er Stärke. Das noch drauf, sind wir bei 75, dann brauchen wir noch 5 Stärkepunkte. Damit wir dieses Arachnus-Zeug tragen können, aber das kriegen wir glaube ich nicht hin. In Ordnung. Auf alle Fälle wieder eine der längeren Folgen hier heute. So, wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben noch 4 Spinnen und ausgerechnet 2 von diesen lilanen. Ja, komm her. Wir sind relativ schnell besiegt, ne? Nein, es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Wir sind jetzt hier schon 4-mal gestorben. Guten Tag. Mögen die Götter dich anlächeln? Ja, Fremder? Die lächeln mich nicht an, die lachen über mich. Acht Stärke. Das würde ausreichen. Aber dann fehlt mir wieder die Geschicklichkeit. Obwohl, die brauche ich ja gar nicht mehr, ne? Wenn ich das Ding jetzt hier verkaufen würde. Beehre mich bald wieder. Naja. Das ist hier meine Nemesis-Höhle. Diese Giftampulle, die die werfen, das ist es immer, ne? So.
Jetzt haben wir hier nochmal eine kleine Kiste. Ich glaube zwar nicht, dass da was Besonderes drin ist, aber gucken wir mal. So, gut, wir haben die Quest erledigt, immerhin. Ein kleiner Erfolg, auch wenn es uns vier Anläufe gekostet hat hier. Aber das ist halt der Preis der Challenge, ne? Ich habe es mir also ausgesucht. Zusätzlich noch die 8 Flüche aktiv hier. Da brauche ich mich nicht wundern. So. Du hast das Gift aus der Höhle beseitigt. Mein Wasser wird wieder klar und sauber fließen. Oh, dauerhaft 75 Gesundheit dazu bekommen. Nice. 1500 Erfahrung. Ja, ist okay. Als Belohnung kann man nicht meckern. Ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle dann auch wieder beenden, wenn wir in Tegea zurück sind. Ich werde noch hier den Schrott verkaufen. Und dann machen wir da in der nächsten Folge weiter. Wir haben ja hier den Brunnen der Wiedergeburt. Dank dir ist das Wasser der Quelle wieder sauber und zum Trinken geeignet. Im Dorf werden dir alle dankbar sein. Na, das hoffe ich doch. Etwas vergessen? So, gut, dann hoffe ich. Es hat euch trotz der Fails gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Na, bis dahin, macht's gut. Ciao.